Hi Fans und damit herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Spiel hier auf meinem Kanal. Ich sollte mir mal ein anderes Intro einfallen lassen, weil ich beginne nahezu jede Folge so, aber egal. Es handelt sich um, für diejenigen, die lesen können, da steht es auf dem Bildschirm, für diejenigen, die nicht lesen können, falls mir auch Blinde zusehen, wer weiß, es ist Railgrade und für diejenigen, die sich wundern, ja, dieses Hauptmenü hat keinen Ton. Da ist kein Sound, kein gar nichts. Ich habe mich jetzt auch vorher überhaupt nicht darum gekümmert, ob hier irgendwas drin ist. Audio, Gesamtlautstärke, Musiklautstärke. Ich habe keine Ahnung, ob die Titel hinterher geclaimed werden. Vielleicht machen wir Musik einfach mal aus. Bin mir keine Ahnung. Ich will hinterher nicht das ganze Video muten müssen. Egal. Also, das Spiel kam heute raus. Ich habe während der Arbeit eine kleine Benachrichtigung auf dem Handy gehabt, als ich so durch Facebook ein bisschen gescrollt habe. Da kam das als Werbung und ich habe mir jetzt gerade, wo ich von der Arbeit gekommen bin, das Ganze mal angeschaut, ein paar Trailer dazu gesehen und ich habe mir so ein bisschen wie bei Cartel Tycoon gedacht, so, ja, sieht gut aus, ist wahrscheinlich so ein bisschen Herausforderung, ein entspanntes Bauen. Ein bisschen Knobelarbeit dahinter. Ich habe mir gedacht, das könnte mir gefallen. Und da denke ich mir so, ja, komm, nimm's auf, stell's auf YouTube, wir gucken mal. Ich möchte noch dazu sagen, es ist jetzt ein absoluter Blindflug. Ich habe es gerade erst runtergeladen, ich habe noch gar nichts gemacht. Das heißt also, alles, was wir jetzt in diesem Spiel gerade hier erkunden, ist absolut Neuland. Ich klicke einfach mal auf Neues Spiel. On behalf of all of us at Nakatani Chemicals, I'd like to bid you welcome to our colony. We have recently identified a significant opportunity to improve the current infrastructure of the planet, which is why you're here, Administrator. To help us implement a new mode of transportation, one that once conquered Earth's old frontiers. The railway. It's now your responsibility to grow our network of railways and oversee the management of our most important industries. By developing a transport network for our powerful train engines, we'll be able to easily deliver resources and fuel growth across the planet. Succeed, and our colony will be the envy of the entire galaxy. Fail, and well, you don't need to worry about the consequences right now. Ich wollte mich eigentlich nur ein Stück hoch machen, dass ich jetzt den Text sehe. Jetzt habe ich aus Versehen die Szene schon fertig geklickt. Okay. Anscheinend gibt es auch wieder keine Cutscenes. Wir kriegen wie in anderen Spielen auch so einen Text da hingeballert, den wir jetzt dann quasi, oder beziehungsweise der uns in unsere, auf unsere Aufgabe vorbereitet. Soll ich jetzt warten, bis er fertig geschrieben hat, weil dieses Tippen geht mir schon irgendwie auf den Sack. Ruhe. So. Keine Ahnung, wie lange es alleinig dieses Tippen gedauert hat. Willkommen in unserer Abteilung, Yoshida. Der Name kam auch neulich in einem Anime, der kommt mir komisch bekannt vor. Vielen Dank für die Übernahme der Kolonie. Ich weiß, dass du keine Wahl hattest, aber ich bin trotzdem raus. Es fängt schon wieder so gut an. Ich bin dir trotzdem dankbar. Die Fernverwaltung hat mich völlig verwirrt. Hier auf der Erde haben wir blauen Himmel mit Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Ich würde dir ja eine Aufnahme schicken, aber interstellare Bandbreite ist teuer. Versuche dich an die Erde zu erinnern, wenn du in der Luft der Kolonie husten musst. Arbeite konzentriert und bringe die Dinge in Ordnung. Dann bin ich sicher, dass die Firma dich wieder nach Hause holt. Deine oberste Priorität sollte sein, das Kontrollterminal neu zu starten. Ich habe den Prozess für dich in Auftrag gegeben, bevor du gelandet bist. Du musst nur die drei Tests
Szenarien abschließen, dann kannst du alles bauen, wofür du eine Lizenz hast und alles zerlegen, was du gebaut hast. Du wirst die einzige Autoritätsperson in dem Kolonieplaneten sein. Lass dir die Macht nicht zu Kopf steigen. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonien. Nakatani Chemicals. Nakatani, Saito, Yoshida. Ich glaube, die Firma ist japanisch. Space. Minimalist. Wow. Ich hab ganze. Ich habe 5 Tickets oder was bekommen, weil ich nur 31 Sekunden für dieses Level gebraucht habe. Welcher Modus? Okay, brauchen wir jetzt nicht. Sieg annehmen, ja bitte. Hey Yoshida, gute Arbeit. Das Terminal meldet, dass das Gleichsystem und alle Zugwaggons sämtliche Selbstkontrollen bestanden haben. Als nächstes schalte ich dir den Weichenstelltest frei. Folge den blinkenden Punkten auf den Weltkartendiorama deines Büros zur nächsten Region. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonien, Nakatani Chemicals. Ah, okay. Ja, verstanden bitte. Kann ich hier noch Einstellungen, Sprache, Deutsch, Audio... Mach mal Gesamtlautstärke ein bisschen runter bestellt. Ich hätte auf Bestätigen drücken müssen vorhin. Deswegen war die Musik jetzt so laut. Region betreten. Wenn du diese Region landest, erhältst du die Kontrolle über Ressourcen und Industrien der Region. Hey Yoshida, bitte lach nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich die Selbstkontrollen auch schon selbst ausprobiert, bevor unsere Abteilung zugeteilt wurde. Ich dachte, wenn ich das Kontrollterminal beherrschen würde, könnte ich die Wirtschaft der Kolonien selbst in Ordnung bringen. Stattdessen ist der Zug der Selbstkontrolle stecken geblieben. Er fährt immer nur im Kreis herum und kommt nie am Zielbahnhof an. Saito, Abteilung. Oh Gott. Ah, Nakatami Chemicals. Weichenstellung. So, dieser Zug soll Wasser in die Stadt am Fuße des Hügels liefern. Dieser Bahnhof nimmt Wasser an und versorgt die angrenzende Stadt damit. Soweit so gut. Bevor wir den Zug hier herunterfahren lassen, wollen wir uns der Kamerasteuerung widmen. Mit WASD die Kamera bewegen. Ja, das ist klar. Oh, gut. Du kannst auch Shift nutzen, um die Kamera zu drehen und Mausrad, um die Kamera herein und raus zu zoomen. Alles klar, gut. Super geflogen, du bist ein Naturtalent. Du kannst auch H und L nutzen, um die Kamera zu kippen. Durch Drücken von Strichpunkt wird die Kamera zurückgesetzt. Wenn du bereit bist, bewege die Kamera. H und L. Strichpunkt, hallo? Strichpunkt, zurücksetzen. Passiert nichts. Bin ich jetzt blöd? Nee, es passiert echt nichts, okay. Warum auch immer. Jeder Zug folgt an jeder Weiche des Gleisnetzwerkes seiner. Ah! Sally Olden Slow, bist auch wieder am Start. Seine eingegebene Route. Der Zug für den Wassertransport in dieser Region folgt einer fehlkonfigurierten Route und erreicht deshalb die Stadt nicht. Wähle den Zug aus, indem du linke Maustaste drückst, während dein Cursor darauf zeigt und beginne die Zugroute zu konfigurieren. Achso, ich muss also quasi immer an jedere Weiche hier. Und dann fährt er automatisch wieder Berg hoch. Ah, und hier fährt er natürlich auch immer wieder im Kreis. Das heißt, ich müsste dann quasi hier, immer wenn er hier wieder hochfährt, müsste ich dann hier die Weiche wechseln zur Zugfahrt. Ach so.
Before the Downfall. 60 XP. Das war's schon. Okay. Ich habe wieder 5 Tickets gekriegt. Hey Yoshida, danke, dass du diese weichen Wirrwarr bewältigt hast. Bei dir sah das so einfach aus. Bitte halte dieses Tempo bei oder werde noch schneller. Schneller wäre besser. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonien. Nakatani Chemicals. So, jetzt mal gucken, was noch kommt. Leitfaden zu Industrieketten. Ja, verstanden. Hey Yoshida, im Handbuch wird diese Selbstkontrolle als Validierung der Verwaltung kombinierter Industrieketten eingeführt. Aber im Klartext bedeutet das nur sicherzustellen, dass Fabriken alle Rohstoffe erhalten, die sie für die Herstellung ihres Produkts benötigen, was selbstverständlich wichtig ist. Schließlich besteht die Essenz der Wirtschaft einer Kolonie darin, Rohstoffe zu Produkten zu verarbeiten und diese Produkte wiederum als Rohstoff in einer anderen Fabrik zu verwenden. Wenn man diese Formel auf allen Ebenen anwendet, entwickelt sich eine Wirtschaft, die stark genug ist, um Raketen ins All zu schießen. Oh, jetzt ist meine Erbsensuppe Gipfelchen. Boah. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonien Nakatani Chemicals. Leitfaden zur Industrieketten. Alter, ich weiß nicht, was in der Erbsensuppe vorher drin war. Viele Industrien stellen Produkte her, die mehrere Rohstoffe in der Herstellung benötigen. Dieses Stahlwerk hier ist eine solche Industrie. Wähle das Stahlwerk aus, indem du linke Maustaste drückst, während dein Cursor darauf zeigt, um mehr über dessen Arbeitsweise zu erfahren. So, benötigte Rohstoffe. 2 Eisen, 2 Kohle ergibt 2 Stahl. Also das kennen wir auch noch so ein bisschen wie ganz, ganz früher. Die alten Veteranen werden sich daran erinnern, zum Beispiel sowas wie Industriegigant. Da war das ungefähr so ähnlich. Boah, Industriegigant, wie lange ist das schon her? Da bin ich noch zur Schule gegangen. Meine Fresse. Das Stahlwerk benötigt 2 Rohstoffe und Kohle und Eisen, um Stahl daraus herzustellen. Wenn du bereit bist, drücke Backspace um den verlassenen Bildschirm. Ich kann auch einfach linke Maustaste, geht auch. Dies ist ein Kohlebergwerk. Es produziert Kohle, die in anderen Industrien genutzt werden kann. Dies ist ein Eisenbergwerk. Es produziert Eisen, das in anderen Dingen genutzt werden kann. Wähle das Kohlebergwerk oder das Eisenbergwerk aus, um mehr über ihre Arbeitsweise zu erfahren. Was ist das hier unten? Arbeiterunterkunft, natürlich. So, Lager voll. Sowohl Eisenbergwerke als auch Kohlebergwerke produzieren ihre jeweiligen Produkte, ohne andere Rohstoffe zu benötigen. So, ich meine bis jetzt ja ganz klar. Sie produzieren so lange, bis ihre Lager voll sind. Die beiden Bergwerke gehören damit zur Kategorie der Industrien, zur Ressourcengewinnung, der noch einige andere Industrien derselben Eigenschaften angehören. Wenn du bereit bist, linke Maustaste. Das stand zwar nicht da, aber es funktioniert auch. Bevor wir dich an die Arbeit lassen, müssen wir dir noch die Arbeiter informieren. Wähle das Stahlwerk aus, indem du drückst. Ja, natürlich. Eine Industrie muss mit Arbeitern besetzt sein, um zu produzieren. Je näher du einer vollen Besatzung bist, desto schneller läuft die Produktion. In Industrien können Arbeiter hinzugefügt oder Arbeiter entfernt werden, indem du entsprechend F oder V drückst. Weise diesem Stahlwerk 8 Arbeiter zu. Wenn du bereit bist, drücke linke Maustaste. Fantastisch, dieses Stahlwerk ist nun einsatzbereit. Jetzt benötigen wir nur noch Eisen und Kohle. Baue Gleise, Bahnhöfe und Züge, um das Stahlwerk mit Eisen und Kohle zu versorgen und 4 Stahl herzustellen. Also das heißt ja im Prinzip wieder, ich mache jetzt einfach... ich kann nicht direkt eine... Okay, 90 Grad geht nicht. Okay, 4 kann ich zerlegen. So, und dann kann ich 1... Einfach mal so. So, und dann kann ich ja auch noch wieder hier. Das müsste ja so eigentlich auch gehen, oder? So, und dann machen wir Bahnhof. Einmal hier, einmal da.
Einmal hier, einmal da. Und dann machen wir Zug. Einmal hier. Machen wir wieder 4? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal 4. Zug fertigstellen und dann nochmal 3. Zug fertigstellen. Ach cool, der schiebt jetzt. Das heißt, immer das, was man als erstes wählt. So, Produktion läuft. So, und jetzt? Jetzt haben wir 2 Stahl. Und was machen wir jetzt mit dem Stahl? Erstmal gar nichts, das war's schon. Hey Yoshida, und wieder hast du den Test mit Bravour bestanden. Du bist echt gut, das musst du während deiner Reise in den Kolonien gelernt haben. Entweder das oder du hackst das Terminal, sodass es falsche Abschlusszeiten meldet. Bitte hacke keine Firmencomputer, das verstößt gegen die Abteilungsrichtlinie. Sei du Abteilungsleiter für Außenweltkolonie Nakatani Chemicals. Das wird jetzt so ein Running Gag, dass ich das immer vorlese. So, das heißt, jetzt gehen wir erst einmal, das war quasi unsere Einführung, jetzt gehen wir hier Region 1, dein erster Job. Alter, die Weltkarte wird noch, interessant hier. Was ist das? Das ist der Endboss hier oben, oder? Alles klar, okay, wow, gut. Also in unter 10 Minuten abschließen. Das wird wahrscheinlich dann auch so wieder. Jetzt sitzen wir bei 10 Minuten und irgendwann dann so die letzten 3-4 Missionen. Da sitze ich dann 3 Tage dran oder sowas. Hey Yoshida, genug gelernt. Zeit, deine Fähigkeiten in die Tat umzusetzen. Erinnerst du dich daran, dass dich die... Oh Gott, die Validierung Selbstkontrolle nicht bestanden habe. Wusstest du, dass die Validierungslogik eine Fernüberschreibungsfunktion hat? Ich habe diesen manuellen Eingriff genutzt, um den Wasserexport in dieser Region zu reparieren. In Anbetracht der Situation stimmst du mir sicher zu, dass dies eine noble Tat war. Die Ergebnisse sprechen für sich. Leider sprechen sie von katastrophaler Ineffizienz. Bitte korrigiere diese Ergebnisse. Saito, Abteilungsleiter für Außenweltkolonie Nakatani Chemicals. Willkommen Administrator, dein erster Job. Hier herrscht das reinste Chaos und wir müssen alles wieder optimal zum Laufen bringen. Allerdings bietet sich hierdurch auch eine gute Gelegenheit, ein paar fortgeschrittene Fähigkeiten zu erlernen. Die Gleisschleife scheint beschädigt worden zu sein und verbindet die Wasserpumpen jetzt nicht mehr mit dem Zeppelin-Dock. Lass uns dieses Problem beheben. Sowohl das Gleistool versucht, eine funktionierende Route zu finden, möchtest du manchmal vielleicht mehr Einfluss darauf haben, wie die Gleise platziert werden sollen. Beim Einsatz des Gleistools kannst du die Höhe der vorgegebenen Gleise anpassen, indem du F oder V drückst. Versuche dieses Gleis zu reparieren, indem du die Höhe des Gleises anpasst, wenn du das Gleistool verwendest. Du kannst eine laufende Aktion mit rechter Maustaste abbrechen. Okay, noch alles gut, ja. Mikrofon nimmt auch auf. Ich will nur noch mal sicher gehen. So. Steigere die Höhe des Gleises durch F. Verringere die Höhe des Gleises durch V. Repariere die Gleisschleife. Schauen wir mal. Toll gemacht. Solltest du es jemals benötigen, kannst du
von dir platzierte Gleise und Industrie mit dem Zerlegentool abreißen. Du erhältst sogar einen Teil der Baukosten rückerstattet. Zum Aktivieren 4 vom Zerlegentool, ja. Sieht aus, als wären diese Züge auf Kollisionskurs. Ja, warte, das will ich sehen, das will ich sehen. War aber klar. Zum Glück können Züge niemals frontal zusammenstoßen. Stattdessen fährt einfach einer durch den anderen hindurch. Das nennt sich Ghosting. Ghosting kenne ich auch, aber das hat was anderes. Ghosting verhindert zwar Kollisionen, aber es kann den Verkehr verlangsamen. Ein Zug verliert beim Ghosting seinen gesamten Schwung. Was könntest du hier sonst noch lernen? Schauen wir uns einmal diese Strecke an. Selbst wenn Züge bereits in Bewegung sind, kannst du sie immer noch nach deinen Wünschen anpassen. Versuche, einen der Züge auszuwählen. Der kurzen Züge. Füge dem Zug drei Wassergüterwagen hinzu. Füge dem Ding... Du kannst existierende Züge rekonfigurieren, indem du sie auswählst und Q drückst, um das Konfigurationsmenü zu öffnen. Oh, das ist natürlich Ding. Gar nicht schlecht, wenn ich jetzt nicht weiß. Ich kann mehrere Lokomotiven pro Zug nehmen. Heißt es, ich könnte vielleicht, wenn ich gewisse Ding habe, könnte ich vielleicht eher zwei billige Lokomotiven hintereinander machen, anstatt einer super teuren. Also, das heißt... Beschleunigung, Steigleistung, Gewicht, Nenngewicht, Umkehrzeit, okay, zu konfigurieren. Individuelle Farbe, Rot, Schwarz, Weiß. Ach cool, da kann ich den. Was hatten wir denn vorher drin? Ich weiß nicht, was die Standardfarbe war. Aber egal, ich kann ja eine Lok hinzufügen. Jetzt solltest du dich wirklich an die Arbeit machen. Du musst Wasser zum Zeppelin-Dock liefern. Ganz einfach, oder? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Ein paar Lieferungen werden hier nicht ausreichen. Du musst eine bestimmte Exportrate an Wasser aus der Region erreichen. Nutze alles, was du bisher gelernt hast, um das Exportziel zu erreichen. So, Zeppelin-Dock. Liefere Güter zu diesem Zeppelin-Dock, um sie zu exportieren. Du wirst sofort bezahlt. Die Güter werden aus der Region abtransportiert. So, Wasser und Energie haben wir hier. Als Export. So, und hier haben wir Wasserpumpe, Wasserpumpe. Hier haben wir eine Wasserpumpe, hier haben wir eine Wasserpumpe, hier haben wir eine Wasserpumpe, hier haben wir eine Wasserpumpe. So, Exportrate 8 von 15 Wasser die Minute. So, was haben wir denn hier noch? 4, 4. Okay, also lass uns das mal... Lass uns das jetzt erst einmal hier genau anschauen. Also im Prinzip hier ist eine Kreuzung drin. Eine Kreuzung ist ja schon mal immer schlecht, würde ich sagen. Und auch, dass die Dinge, jetzt pass mal auf, wir fangen mal an. Kann ich dich eigentlich gut verkaufen? Oh, pass mal auf. Eraser. Okay, hat sogar eine Errungenschaft gebracht. Wenn ich jetzt einfach mal spaßeshalber hingehe und sage, ich möchte... Hier. Dann schließen wir hier an. So. So.
So, und hier können wir konfigurieren. Jetzt pass auf. So, kann ich jetzt aber auch noch wieder... Okay, ich kann den Zug nur von hinten Ding. Also das heißt, pass auf, zwei Güterwagen. 1, 2, 3, 4. Nee, weiß ich was, dann brauche ich aber auch keine... Ah, das wollte ich jetzt nicht konfigurieren. Löschen, 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 löschen. 1, 2, 3. So, Zug fertigstellen. So. So, weil hier haben wir ja nur eine Wasserpumpe. Da können wir noch mal gucken. Ja, das ist noch eins. Auslastung 62.